kommt mal mit schauen, ich will euch etwas zeigen. Generation Gold Expo 50+. Da werden verschiedene Sachen ausgestellt und man kann verschiedene Produkte anschauen. Ja, da sind auch schon recht viele Leute rum, sind ganz viel interessiert. Hat auch Kinder rum, so wie ich gesehen. Also wenn ihr mal ein Bett ausprobieren wollt, könnt ihr gerne da rüber gehen. Und sind auch viel allein unterwegs. Man kann auch so Häppchen ausprobieren. Ah, Maroni. Maroni, sehr gut. So, hallo miteinander. Kann ich vielleicht ein Maroni, kann ich mal zum Probieren? Dann kann ich noch ein bisschen Werbung machen. So quasi. Also, probieren. Eins probieren, langt. Ja. Scheiß, oder geht's? Ah, super. Jetzt mache ich das noch ab. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Maroni für... Ja, mach nichts. Entschuldigung, gefällt es Ihnen hier an der Messe? Ja. Haben Sie schon vieles gesehen? Ja, habe ich. Ja. 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 Und hat es Ihnen irgendetwas Spezielles beeindruckt gehabt, oder? Ja, da das Computerzeug. Ja, brauchen wir heutzutage ja auch. Ziemlich viel hat mich beeindruckt. Ja, und ja. An der Buchmesse sind Sie auch schon gewesen, dort, wo Sie Bücher verkaufen. Das ist, glaube ich, weiter hinten. Nein, bin ich noch nicht gewesen. Kann ich Ihnen empfehlen. Wo bin ich noch gewesen? Beim Kieser? Ja. Das ist immer gut. Muss immer etwas für den Körper tun. Wollen wir auch mal? Ja. Danke vielmals. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Also, sehr gute Maroni, muss ich sagen. Sehe schon, hat jeder Maroni. Wenn man sich dann für das Altersheim interessiert. Entschuldigung, Apotheke ist auch schon da. Gehen wir mal ein weiter. Computerschule Support. Gut. Gehen wir mal weiter zu der Messe. Gehen wir mal ein bisschen rundherum. Das Kieser-Training immer sehr gut für den Körper. Ab 50. Wenn man seinen Körper immer noch fit hält, das ist sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Meridol, das benutze ich selber. Machen wir noch ein bisschen Werbung da, oder? Also es ist nicht nur ab 50 empfehlbar, sondern auch ich als Mitte 20. Und jetzt kommen wir da zum Buchstand. Und dann sehen wir hier gerade Spiegelberg Verlag. Und da haben wir gerade einen Autor. Grüezi. Gut, könnten Sie mir kurz Ihre Bücher ein bisschen vorstellen, dass man so einen Eindruck bekommt? Ja. Also ihr, was ich aber gerade gelesen habe, zum Passen zum Mauerfall. Ja? Das Buch hier, Als ich meine Filme stahl. Ja, da von Clemens, jawohl. Von Clemens Klopfenstein. Das erscheint erst nächstes Jahr im Januar zum Solothurner Filmfesttage. Ja. Und es handelt darum, es ist ein Schweizer Filmregisseur, der hat ja auch mal Filme gestohlen. Ne? Ja. Ah. Stimmt es oder stimmt es nicht? So. Also eine ganz weitere Geschichte von Clemens Klopfenstein. Okay. Das ist halt der Honigvogel vom Oliver Züger. Und der Oliver Züger, der war Flugkapitän in Saudi-Arabien und hat dort eine Königsfamilie umhergeflogen und hat die ganzen Geschehnisse mit der Zwangsverheiratung und diese muslimischen Sitten und Bräuche ganz nah gemerkt und hat es halt in seinem Roman hier halt festgehalten. Okay, dann kann man so quasi noch etwas darüber lernen, was es so Sitten und Bräuche... Oh, interkulturell. Ja, genau. Ja, sehr interessant. Ja, interessant. Dann haben wir noch vorhin die Normalität des Absurden, auch eben aktuell zum Mauerfall. Der Dr. Heinz Schneider war Diabetologe in der DDR und wurde zwangsexmatrikuliert, durfte nicht mehr weiter studieren, Medizin, weil er sollte in die Staatssicherheit eintreten und hat gesagt, nein, er bleibt halt Arzt und er möchte da nicht irgendwie die Patienten aushorchen, sondern den Leuten halt helfen. Ja, okay. Der natürlich hier
jetzt auch halt aus aktuellem Anlass der Universalidiot von Paul Kienle. Und der hat gesagt, Mensch, da macht er schon mal was vorbereiten. Ne? Ja. Ist schon mal signiert. Oh, nicht schlecht. Und das geht darum, dass er war halt auch im Mittleren Osten, wurde in Bagdad verhaftet, weil die dachten, er ist ein israelischer Spion. Ja. Und das haben sie nicht geglaubt, dass er einfach nur ein Schweizer Journalist ist und nicht ein israelischer Spion. Und da durfte er ein ordentliches Martyrium durchleben. Ja. Und er ist aber zum Glück wieder frei, Gott sei Dank. Und ist wieder in Basel und konnte hier seine Memoiren schreiben mit der Universalidiot. Okay, also dann kann man eigentlich die Bücher einfach da mal anschauen, so als Empfehlung. Gerne. Aber da kaufen kann man es gerade nicht. Darf man oder auch. Ne? Darf man auch, aber wir haben nicht viele da, also sind sehr, sehr selten. Okay, ja, ja. Und sonst? Ich habe hier gesehen, der Fänger im Gras. Genau. Ja. Das sind die der Fänger im Gras, Katzenweisheiten für Menschen. Und das ist ja wichtig, die Weisheiten von den Katzen, dass man die sich mal ein bisschen ernst nimmt und nicht nur die Weisheiten von den Menschen ernst nimmt. Okay. Die Nicole Brandes, die ist halt Speakerin und hält halt für Vorträge auch, interkulturelle Rhetorik. Und das ist ein sehr schönes Buch, sehr zu empfehlen. Und für 20 Franken. Oh ja, das ist ein Schnäppli. Ein Messeschnäppli, jawohl. Haben Sie auch etwas für Agenten zum Beispiel? Ja. Und zwar, in geheimer Mission sind die Salamiräuber unterwegs. Und zwar überredet der schlaue Fuchs den dummen Wolf nachts zum Metzger, um dort halt ordentlich Salami zu fressen. Ja. Ne? Sehr köstlich. Und die Autorin hat hier sogar signiert, ne? Das ist ja gerade Weihnachten. Und da geht halt der Fuchs zum Wolf und sagt, du lieber Wolf, du kannst mir noch helfen, zum Metzger gehen, der hat frische Salami, die können wir doch uns holen und ordentlich satt essen. Sagt der Wolf, das ist ja eine super Idee. Und da gehen sie nachts halt runter ins Dorf, schleichen sich rein zum Metzger. Und der Wolf denkt, wow, sogar noch Vino und trinkt den Vino, isst die Salami und alles so köstlich. Das sind übrigens auch sehr schöne Bilder, muss ich sehen. Also sie sind wirklich super gemacht. So. Und dann wird der Metzger halt wach nachts und dann sagt, hey, was ist denn da jetzt los im Keller? Na? Und dann sieht er, uiuiui, ups, Entschuldigung. Und da kriegt der Wolf ordentlich Dresche. Und aber wie es jetzt weitergeht, der Wolf kann ja natürlich abhauen. Ja. Müsst ihr denn selber lesen? Ha? Die Bücher gibt es bei uns im Verlag, in jeder guten Buchhandlung. Und also können wir nur weiterempfehlen. So. Dann haben wir noch den Thilo Sandner da aus Berlin, der ist gerade wieder am Buch signieren. Ja, schwer beschäftigt. Hä? Ach, und Eich, der liegt da. Das ist ein Fantasy-Roman. Und der Thilo Sandner, der kommt ursprünglich auch aus Zürich. Sein Vater war Opernsänger. Ja, dort ist. Ja. Und das ist so eine herzergreifende Geschichte. Wir hatten gestern eine Dame am Stand, die hat das Buch gekauft, ist gleich ins Café, hat gelesen, kam nach 2 Stunden wieder mit Tränen in den Augen, hat gesagt, das ist so ein schönes Buch und das ist so nah gegangen und ist natürlich für den Autor also sehr, sehr schön. Ja. Ah, ja. Da hat wieder Smiley glücklich gemacht mit seinem Buch. Und, ja. Erleben sich selbst live und in Farbe. Ja. Hier am Hauptbahnhof. Danke vielmals für die ausführliche Auskunft. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke. Und in dem Fall Hagel und Jazz Depression. Okay. Ja, es sind auch ganz viele Leute beschäftigt. Bionic. Jetzt müssen wir schnell, wenn wir das schnell von da aus schnell zeigen. Bionic Next Generation Sports. Das ist auch wieder wahrscheinlich für die ältere Generation da. Man kann sich super informieren. Ich muss sagen, also hat ganz viele coole Stände da. Sollen wir mal weiter hinterlaufen? Oder? Okay. Dann haben wir da chinesische Medizin. Kann man wahrscheinlich gerade den Termin ausmachen. So Massage, Akupunktur, Kräutertherapie. Würde ich ehrlich gesagt auch selber mal ausprobieren. Sicher auch für die jüngere Generation etwas Gutes. Dann Bewegung für einen gesunden Rücken. Jawohl. Ja.
Das ist auch immer sehr wichtig. Man muss immer etwas für den Rücken tun. Jawohl. Ah, die haben sogar schon Videospiele, wo man da den Rücken ein bisschen trainieren kann. Das ist sehr gut. Also ich habe da schon einen Stand gesehen. Das hat sicher etwas mit Haaren zu tun. Guten Tag. Guten Tag. Was machen Sie? Also wir sind eine Firma, unsere Business sind Haare, Haar Extension. Haar Extension, aber sind nicht die normale Haar Extension durch die Länge, sondern auch Füllung. Ja. Für alle Leute, die Haareprobleme haben, wie zum Beispiel die Haare verlieren, die vielleicht keine Volumen haben. Und diese Haare geeignet sich auch für Männer, nicht nur für Frauen. Ja. Okay. Also wir arbeiten mit einem medikalen Material, die dermatologisch getestet ist. Also das ist, die macht keine Allergie. Es ist kompatibel mit unserer Haut. Ja. Und es gibt sofort ist Fashion. Eine Frau ist sofort zufrieden, so wie ein Mann, sobald mehr Füllung hat, oder? Okay. Das ist ein bisschen unser Konzept. Ja, und das sind auch die jüngere Generation? Das ist die jüngere Generation oder Frauen, die über 50 sind, die vielleicht hormonelle Probleme oder hormonelle Störung haben, Alopecia zum Beispiel. Ja. Einige Krankheiten. Ja. Ja, also dann muss ich mal da hinkommen, darum habe ich ein Kopftuch an, weil ich eben auch sehr dünne Haare habe. Ich auch. Also, wir kennen das Problem unter Frauen, wirklich, sobald die Haare nicht gut sind. Dann mit uns, wir sind ja nicht zufrieden mit uns selbst, oder? Ja, genau. Sobald wir wunderschöne Haare haben, dann kommen wir wieder auf unser Selbstvertrauen. Genau. Und genau. Eben, so ist es. Danke vielmals für die Information. Und ich hoffe, dass es so... Ja, das war sehr gut gewesen. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg. Dankeschön. Ganz viele Kunden. Ja, offen wir. Also, da kann man noch präsentieren, genau. Eben. Das, eben, sehen Sie, unsere Werbung ist nicht mal vorher und nachher, natürlich. Ja. Weil unsere Message ist eben Fashion, schön sein. Mhm. Okay. Danke. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter in der Messe. Es gibt ja so viel zum sehen, wirklich. Es ist schwierig, zum Verdeckt zu vermitteln. Jetzt, das tönt auch sehr interessant, der Weg zur Selbsthilfe. Ich tue mal gerade ein bisschen Fragen. Ja. Grüezi. Grüezi. Wie sind Sie? Ich bin Purnell Sandonis vom Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland. Ja. Und was tun Sie da präsentieren? Was haben wir da? Also wir sind das Zentrum zum Selbsthilfegruppen gründen, die begleiten oder Anspruchsperson für eine Triage. Ja. Und man kann sich dann einfach, also oder wie kann man sich das vorstellen, Triage? Zu einer Fachstelle, wenn jetzt irgendjemand ein Thema hat, zum Beispiel Burnout. Ja. Burnout ist jetzt sehr aktuell im Moment. Viele Leute sind überlastet mit der Arbeit, privat oder beruflich. Dann kommen sie zu uns und wir vermitteln die in einer Gruppe dann. Okay, und dann kann man dort reingehen und mit der Gruppe... Mit den anderen Betroffenen austauschen und gemeinsam nach Lösungen suchen, wo es ihnen nachher besser geht im Leben. Was für Themen beinhaltet so? Also Burnout, hat es sonst noch? Es ist von A wie Alkohol bis Z wie Zeckenbiss. Okay. Alle Themen. Okay, alle kann man sich einfach bei Ihnen sich informieren. Genau, informieren, vorbeikommen oder genau Gruppen vermitteln lassen von uns. Ja. Und dann ist man nicht allein mit dem Thema. Okay. Das ist der Gegenstandbereich von unserer Arbeit. Sehr gut. Ja. Danke vielmals. Gerne gesehen. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Also, dass die Leute doch ankommen auch. Vielen Dank. Ja. Einen schönen Sonntag. Danke. Ja. Danke. Nur hinten. Da hinten? Okay. So, gehen wir nochmal ins Zentrum von dieser Messe. Da ist noch der Apothekerverband Zürich.
Bayer Diabetes Care, aber ich sehe gerade, das sind ganz viele Leute, alle müssen zu der Apotheke rennen. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe schon ein Bett gesehen. Ich würde gerade drei liegen. Häusler Nest AG. Ah, okay. Das sind wahrscheinlich spezielle Matratzen, die Rückenkomfort sind. Ich gehe jetzt so ein Bett austesten. Ich hoffe, mich sieht niemand. Ah. Mal. Fühlt sich gut an, muss ich sagen. Ach, ich könnte gerade schlafen. Ja, gut, also dann gehen wir mal weiter. Freiwilligenarbeit benevoljobs.ch. Okay. Ja, sie sind gerade beschäftigt. So wie alle Leute beschäftigt sind. Sollen wir dahinter? Okay. Danke vielmals. Jetzt muss ich aber, wenn sie mir schon anbieten, muss ich mal fragen, was bietet sie da an und stellen sie. Für die Sicherheit bei den Treppen. Okay. Beim Ablaufen, ja. Ja, können Sie das ins Haus installieren und so? Ja, im Innenbereich oder im Außenbereich. Da kommt ein Außendienstmitarbeiter, ja. Und schaut dann, was für wie man eingerichtet ist, was eigentlich am besten passt. Er macht einen Kostenvorschlag, unverbindlich, und dann okay. Haben wir, sind eben, es ist speziell bei uns, es ist Aluminium, laminiertes Aluminium. Ja. Kann man gerade noch weiter schauen? Das sieht man ja nicht oft rum. Meistens sieht man immer Chromstahl, oder? Ja, genau. Wir haben laminiertes Aluminium. Okay, das kommt auch ein bisschen ich weiß nicht, kommt ein bisschen besser über, wie jetzt nur so Chromstahl ist, alles so steril. Chromstahl ist, ja genau, ja, Chromstahl ist vor allem kalt zum Anlangen. Genau, ja. Es lässt sehr viele Flecken, wenn sie immer anlangen. Ja. Der ist viel sauberer, oder? Ja. Und den kann man schön beugen auch. Wie? Ja, Plexiglas haben wir auch, beleuchtet haben wir auch. Und vor allem ist es für die Sicherheit, oder? Ja. Wir arbeiten mit den SEA-Normen. Wir folgen den SUVA-Richtlinien. Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Und ist für ältere Leute gut, wie auch für junge. Ich bin selber schon Treppen runtergekehrt, darum weiss ich es. Haben Sie das bei sich zu Hause auch? Ich habe sicher, ja. Einen Beleuchteten habe ich gemacht, ganz schön. Sehr gut. Ja. Ja, ich habe nur eine Zweizimmerwohnung, sonst hätte ich das sonst auch in Anspruch genommen. Gut, danke vielmals. Schön, danke fürs Schöckeln. Nehmen Sie doch auch noch alleine. Ja. Mal schauen, ob er das verdient hat. Mal. Er muss immerhin. Ja, stimmt. Gut, danke vielmals. Paramediform. Ja, mal nachfragen. Grüezi. Was bietet sie da an auf dieser Messe und was kann man da kaufen, erreichen? Oder ich habe jetzt irgendwie gesehen, es ist etwas zum Abnehmen. Ja, genau. Ja. Es ist so, dass wir eine Ernährungsumstellung machen. Ja. Wir schauen das also individuell mit jedem Kunden an, was er isst und was wir optimieren können. Und es ist so, dass man es grundsätzlich gesundheitlich kann, einfach durchs Essen optimieren kann. Oder sonst und dabei natürlich auch noch ein paar Kilo verlieren. Ja. Und dann schauen wir einfach, was das Ziel ist. Und dann definieren wir, was sie müssen essen, was sie müssen oder dürfen essen. Und dann machen wir eine Tagebuchführung. Und anhand von dem können wir dann kontrollieren, was sie gegessen haben, wie gut das abgenommen haben. Es gibt dann noch ein Ernährungsprofil. Das sind 300 Fragen, die der Kunde dann muss. Können wir gerade so in die Kamera heben, dann sieht man das einmal. Ja, genau, ist das da. Und anhand von diesen Fragen, die dann er oder sie beantwortet tut, können wir dann den Fragebogen einschicken. Mhm. Und dann können wir eine Auswertung über und dann haben wir eine detaillierte Auswertung über, was der Kunde kann essen, also was ihm besser tut oder was ihm weniger gut tut. Okay, und gibt es auch gewisse Altersgrenzen oder kann da eigentlich jedes Alter sich informieren oder in dem Programm mitmachen? Also wir sagen zwischen 8 und 88 Jahren so.
okay. Ja, genau. Okay. Also, ja. Ja, genau. Auch noch etwas lernen. Ja. Genau. Okay, danke ja. Vielmals für die Auskunft. Ja, schönen Dank. Ich habe noch etwas von meiner Ernährung im Schöckli. Das ist so ein spezieller Verdauungswürgen. Okay, ja, super. Danke vielmals. Danke. Also an dieser Messe war es wirklich mega cool. Es hat wirklich sehr Spass gemacht.